Ja. Wie ihr seht, es könnte vielleicht ein wenig übertrieben gewesen sein mit dem Bauen. Das liegt nicht an uns. Ich habe alles richtig gemacht. Und außerdem ist es hier schon so grün. Also, das muss noch wachsen. Lalom, Babys, Lalom. Das war jetzt nicht so geplant. Naja, ja, ich habe gesagt, grün und so, ne? Genau mein Ding. Das sieht doch ja nicht so schlimm aus. Eieieiei. Ja, ne? Weil da ist ja auch noch was. Tropen. Es sind die Tropen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Craft. Damit mir den Karbin, ja. Wie ihr seht, es könnte vielleicht ein wenig übertrieben gewesen sein mit dem Bauen. Ja, gut. Erzählt mir mal was Neues. Ich habe jetzt da hinten die Beeren weggebaut. Da habe ich die Beeren weggebaut und habe die ausgetauscht gegen noch mehr Bäume. Und als ob das nicht hier noch ist, versuche ich jetzt gerade ein bisschen Dünger zu bauen, zu erschaffen. Da oben ist mir zu kahl. Aber da kommen bloß Blumenpötten. Warte, das passt ja nicht. Schönen guten Tag. Ich glaube, das ist ein bisschen zu dicht. Warum wächst denn das jetzt hier durch? Und das wächst und wächst und wächst und wächst. Kann das sein, dass da durch die Ohren ein bisschen größer werden? Eventuell? Ich weiß auch nicht, was das ist. Warum muss ich denn immer bei so einer Sachen übertreiben? Ich weiß es nicht. Also, wir können bloß hoffen, dass das uns über den Kopf hinauswachsen tut. Also, ich brauche bloß noch ein bisschen Schwefel. Dann baue ich das um. Und dann setze ich da oben ein paar Pötte hin. Ich wollte erst noch, ich habe jetzt hier noch Material. Ich wollte eigentlich noch erstmal hier neue Bäumchen pflanzen, weil ich habe so dafür, ich sollte das erstmal sein lassen. Bäumchen und so, ne? Also, ich habe so das Gefühl, da liegt kein Newton Segen drauf. Also, mal kurz herausprobieren. Ich hoffe, dass das noch weiter wachsen tut. Es bewegt sich ja noch. Aber dass das über unseren Kopf wächst. Ich habe jetzt keine Lust, dass das Grüne hier drinnen stehen bleiben tut. Und den, wenn ich die Musik wegreißen. Das war hart. Das war hart? Gut, ich habe nicht mehr vier davon. Aber ich habe jetzt drei da. Ne, ich bräuchte vier Pötte. Vier Pötte wäre besser. Mehr Algen, wa? Eine Alge. Die kann ja wohl nicht wahr sein. Mach doch jetzt nicht wegen ihnen Alge hier pleite. Platt. Alter, du siehst hier nichts mehr. Ja, die haben gesagt, ich soll grün machen. Also noch grüner geht's ja wohl wirklich nicht, oder? Was ist denn das für ein Baum? Das liegt nicht an uns. Ich habe alles richtig gemacht. Das ist nämlich ein Baum hier, der gehört nämlich hier zum hier Planeten und so, ne? Aha, nicht Icke. Oder? Oder ist es doch der hier? Okay, vielleicht denn doch. Upsi. Ich gehe in Wasser rein. Das ist angenehmer. Vor allen Dingen habe ich auch ganz andere Probleme heute. Also hier mit diesem Baumsamen Stufe 3. Also, keine Ahnung. Ich habe heute mindestens 4 oder 5 Mal schon angefangen aufzunehmen, weil ich dieses super Wort nicht rausbekomme. Baum, Samen, Streuer, Stufe 3. Das ist auch schon wieder verkehrt, oder? Wer denkt sich denn so einen Namen aus? Das ist doch schon Mobbing, ist das da, oder? Da kann man mir doch nicht sagen, dass da nie mit Absicht. Die werden sich die Zungen brechen. Macht doch ja keinen Sinn, macht das da. Wie jetzt? Das macht keinen Sinn. Ich hab so wenig Kobalt. Das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Gut, ich habe in der Zwischenzeit auch einen Schmier gesammelt, ne? Ich gehe für unwichtig. Tja, jetzt brauchst du dich auch nie beschweren, Kami. Ach Mann, ich habe mich so gefreut über die Bäume. Man kann da so aus den Augen mal kurz verlieren. Muss man nach oben? Ich muss mir das von oben angucken. Und außerdem ist es hier schon so grün. Also,
Das muss noch wachsen. Slalom, Baby, Slalom. Gut, das war jetzt nicht so geplant. Das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Ich geh mal hier weg. Ich glaube, ich sollte hier weg. Alter, nicht, dass die Palmdinger hier drin wachsen. Tun sie. Naja. Er war stets bemüht. Ich hab hier Chaos. Der drankelt sich ja auch. Naja, gut, ne? Ich hab gesagt, grün und so, ne? Genau mein Ding. Ob ich dafür bezahlt werde? Ich weiß es nicht. Nee, da wäre man. Nee, der kann jetzt da unten bleiben. Ist ja alles grün. Ist ekelhaft. Müssen wir ja halt abreisen. Und eine Zivilisation aufbauen hier. Das geht ja so nicht. Alter, ich mache hier Terraforming und hab noch nicht mal einen Fahrstuhl. Was ist denn hier los, Alter? Irgendwas läuft doch hier verkehrt. Weiter, weiter. So, jetzt kicken wir uns mal das von hier oben an. Das sieht doch ja nicht so schlimm aus. Oder? Eieieiei. Tropen. Es sind die Tropen. Und dann kann sich keiner beschweren, dass das hier zu groß ist. Man sieht das ja nicht mehr in den Gebäude. Das ist genauso geplant. Jetzt. Wasser? Wo? War alle da. Schei! Schöne Sache. Ach nee, gut. Ich brauche doch kein Wasser dafür. Wo machen wir hier? Jetzt. Hä? Ein Töpfchen? Noch ein Töpfchen? Ah ja, gut. Dann müsste ich das aber mittig machen. So macht das ja alle Tiere keinen Sinn. Oh. Was der geil ist? Yep. Die Pflanzen unten. Zwei, eins, Risiko. Oh, 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 oh. Das kann doch ja nicht. Mal da durch. Ui, ui, ui. Angucken. Wollte ich sagen. Ist der immer noch? Ich habe gedacht, das wächst noch. Ich habe gerade gesehen, dass es immer wachsen tut. Bei Club jetzt ist es ausgewachsen. Ja, die sind schon ein bisschen größer. Das sah wirklich aus, als ob die sich noch bewegen. Hm. Nein, ich glaube, das ist ausgewachsen. Toll, jetzt habe ich hier Mangroven. Alles. Sauerstoff. Ich hab sie sehen, aber ich sehe gerade meine Wohnung nicht. Es ist ein Paradies. Ja, zum Glück können die Dinger nicht hier. Es ist nicht so, Jans. Noch nie so. Also, es ist noch verbesserungswürdig. Besser machen, tun sollen. Aber was wollte ich jetzt? Ich wollte was essen und was trinken. Ja, ja. Ganz ruhig bleiben, Junge. Bin schon dabei. Gut, ich könnte noch eine oben hinsetzen, aber dazu brauche ich wieder ein bisschen Material und ein paar. Ja, ja, ich habe die Blumen nicht vergessen, aber ich müsste. Ich habe ja kein Kobalt. War ja auch was. Das habe ich. Brauche ich bloß noch Emal und die Pflanzen dazu. Also vier Pflanzen. Blumen. Blumen. Blumen oben. Keine Panik. Ich weiß, wo alles steht. So. Eins. Ich müsste eigentlich von jedem mal so zwei, ne? Das wäre cool. Denn hier die. Du kannst es ja nicht runterziehen. Das ist ja, ja doof. Das ist ja doof. Dann machen wir so einen Blumenweg. Blumenweg 3. Wie eine Straße. Irgendwo in Berlin oder so. Wo willst du denn hin? Blumenweg 3.
Ah, steig ein, ich nehme nicht mit. Macht das jetzt die Sache nicht einfacher, hier Material zu finden? Es sei denn, leuchtet. Da hinten sitzt sie. Oh, ey, da geht doch mal hin. Das ist eh, eh so ein Pflanzer, den ich da hinten hingesetzt habe. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Das ist eh ein Teil. Ist ja das hier billig. Weil eigentlich müsste das ja mal, weiß ich, wie viele sein. Aber die sind schön groß, wa? Naja, gut, die passen sich eben halt der Größe an, von den Pflanzern, ne? Also, ja, okay, ob man die essen kann, ist die nächste Frage. Könnte. Könnte, muss, soll. Ich muss ja da lang. Naja, guck mal, die sind so ja existent. Also man müsste eigentlich, oder könnte, so ja oben aufkraxeln. Weg sparen. Gute Idee. Ja, ich glaube, hier bauen wir nicht mehr hin, wa? Ich glaube, das ist so ja ein bisschen zu viel. Wir müssen das halt noch ein bisschen weiter auseinanderziehen. Ja, wer konnte denn wissen, dass das so dicht wuchseln tut? Das ist ja... Wusste ich doch nicht. Nicht wirklich. Achso, wir sind schon oben. Wo ist jetzt die weitere Leiter? So, also, noch in so einen Pott hinstellen. Hat schon der nächste Sturmmüller? Angriff! Aber Blumen müssen trotzdem drin. Das wird schon den hauen. Nee, da kommt das hin. Klömschen. Sag mal, Schienig oder was? Oder wie? Gut. Also nicht gut, aber erstmal das sieht jetzt so. Geh mal hin. Komisch, dass die Sicht schon hier schon ja nicht mehr funktioniert, wa? Ja doch, jetzt da. Rückert Zarin. Wir machen unseren schönen Dschungel kaputt. Gib's ihn. Ich hab da gesagt, die Aussicht wird sich lohnen. Eine sehr, sehr hübsche Aussicht. Du kannst schön nach oben gucken. Alter, das war eine super Idee. Das ist nur ein Schweinematerial. Alter, zum Glück gibt es hier noch keinen Schaden für die Base. Weil sonst drop your base. Das war's. Also, das, ich wollte gerade sagen, was steht denn da hinten? Das ist die Höhle, da hast du dein ganzes Stromzeug verlegt. Und die Heizung. Naja, gut. Oder ich mach das so am Rand, so, mal so. Weil das gefällt mir nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht wirklich. Ist aber auch nicht so schlimm. Hm? Jetzt. Ich kann das nicht abbauen? Warum kann ich das jetzt nicht abbauen? Ach, der denkt, ich will Ditte abbauen. Aber ich bin doch ja nicht mal in seine... Ach, weil das in seinem Bereich drin ist, wa? War sehr, sehr clever von mir. Ich wollte euch zeigen, ihr dürft nie so dicht dran bauen. Das ist doof. Deswegen mache ich das gleich nochmal. Gut, das soll ja dann eh nicht mehr bewegt werden. Gut, dann machen wir das so. Wieder was gelernt. Aber dich kann ich abbauen, ne?
Ja, jo, es wurde ja auch angezeigt, roter Bereich, ne? Also, sich darüber zu beschweren, ist ja nun auch blöd. Aber so richtig schön immer dran, aber ich kann ja nie so dicht dran gehen. Das ist ja... geht ja nicht. Da, seht ihr? Ja, da. Also, du kannst nicht dicht genug daran bauen, du kannst nicht dicht daran bauen. Ich mach die Dekoration ein wenig schwierig. Ich sag ich mal so, ne? Vor allen Dingen, das ist gerade mal ähnlich. Kann doch nicht sein, dass du bloß pro Dings einen Pot setzen kannst. Ups, ich brauch Wasser. Ja, das ist ja mal doof. Und den kann ich jetzt nicht abbauen, ist. Gut. Okay, das heißt, jetzt heißt es Plattform bauen und dass wir hier weiter ausbauen können. Würde mal interessieren, aber wenn die schon nicht existent ist, werden die anderen auch nicht existent sein. Aber vielleicht kannst du... Ah nee, das ist bloß bis in dieser Höhe. Warum? Ich weiß es nicht. Ups. Alter Falter. Was soll denn das? Gut. Es ist eben halt nicht dafür geeignet. Darauf spazieren zu gehen. Sauerstoff. Ja, 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 ich weiß. Ich bin unterwegs. Ich beeile mich. Wollt ihr eh hier hin? Wollt ihr gucken wie in den Insekten? So, dann brauche ich jetzt Eisen. Aber ich glaube, ich mache jetzt vielleicht noch bis zu Insekten oder so. Mal gucken. Und dann ist hier aber auch Feierabend. Weil, wie gesagt, also wir haben jetzt soweit freigeschalten, alles. Ich weiß nicht, wie lange das dauert hier mit diesen... mit die Fusionszelle. Wo ist die denn? Da ist er. Also, wir wissen schon, wie lange... also, was wir dafür brauchen. Ah, geht doch mal. 500? Wir haben gerade mal knappe 100. Und ja, das ist jetzt schon ein bisschen schneller oder so. Aber nicht schnell genug. Wie gesagt, ich bin ein dulliger Mensch in der Hinsicht. Ja, muss ich mal kicken. Vielleicht lasse ich... ja, du kannst es ja auch nicht so laufen lassen. Das geht ja nicht. Das ist alles ein bisschen... Wucher. Ich hab doch hier nicht in der Nähe zu stehen. Das ist alles sehr, sehr weit weg. Schade ist nur, dass sie im Teil keinen Nutzen haben. Ne? Also du hast da keine Früchte draus, nicht? Du hast keine Nahrung. Halt umsonst gepflanzt. Gut, also, Eisen. Kristalle nach oben. Ich gehe mit einem leeren Inventar oder mit einem fast leeren Inventar. Sagt, das ist nicht so ganz schön. Da müssen sie nochmal ran. Wie gesagt, die müssen ja wohl mit rechnen, dass es auch Leute gibt, die das ausreizen. Bis zum geht nicht mehr. Und Brezel, da bin ich. So, gut, das kommt darin. Ah, nee, ist auch richtig. Kommt da rein. Dann holen wir uns noch ein bisschen Sauerstoff. Was ich nie machen kann, wegen Kobalt. Aber vielleicht kriegt er da vorne noch ein bisschen was raus. Ja, und der Rest für Eisen und so. Das wird teuer Geld kosten. So, einmal Titan. Lithium. Und Aluminium. Gut. Das kommt nach vorne. So. Aber da ist ja schon anderes Zeug drin, also kann das auch darin. Auch halb so wild. Gut, also Sauerstoff. Ich hoffe, dass jetzt da Sauerstoff drin ist. Wäre ganz nett. Natürlich nicht. Warum denn auch? Warum denn? Wo kriegt denn jetzt ein bisschen Kobalt oder sowas? Dass ich denn eins wie mal Luft holen kann? Obwohl, ich habe ja unterwegs immer so eine Zellen. Ja, ja. Ich könnte ja die Bohrer, wie gesagt, absuchen.
habe gedacht, der eine, der sich da durchbacken tut, dass der hier wie hinten da am Stargate an dem Ring so ein Baum ist. Aber siehst du, da habe ich auch schon lange nicht mehr hingekickt. Der war ja auch am Wachsen, ne? Muss immer gucken, wie groß das geworden ist. Aluminium drin, was zeigt denn damit? Leer ich nicht mehr. Das war auch ein Nachteil, weil kein Material. Aber naja, was willst du machen? Wenn ich das da nicht brauche, auch doch bloß das da. Dass ich wegen Nahrung, also nicht gut. Aber das ist ja nicht so weit weg. Erstmal auf dem Weg, dann wieder ein bisschen Kobalt zurück mitnehmen. Denn, naja, komm. Ich wollte eigentlich erst Kobalt und dann Eisen. Aber naja. Wenn schon mal da ist. Weil ich glaube, das wird nicht größer, ne? Genau die Größe wartet. Ne. Bleib bei dieser Größe. Hätte ja sein können, dass sich das auch verändern tut. Macht's aber nicht. So, da bin ich, Obella. Also, ich war jetzt noch mal kurz da drin gewesen. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich habe natürlich mein Inventar wieder voll gemüllt. Mit Stuff, den ich eigentlich ja nicht drin haben wollte. Ja, gut. Was ist denn jetzt hier mit den Ranken? Hat sich da noch irgendwas? Ah, nicht wirklich. Hast du vielleicht... Vielleicht ist das jetzt wegen die Blume, die da oben wachsen tut. Oh. Aber das ist die ganz normale. Nee, 400er. Vielleicht sind spezielle, die bloß hier drauf wachsen. Gib mal nochmal nach. Da sehe ich immer so ein Gestall. Da hinten jetzt auch noch. Tatsache. Tatsache. Da runter. Gut, ich muss nach Hause. Oh mein Gott, schon wieder dasselbe. Warum passiert mir denn sowas? Bin für das so oft abgelenkt. So ganz minimal. Halten wir fest, heute will er nicht geschafft, was ich eigentlich haben wollte. Naja doch, stimmt. Also ein paar, sagt die Bäumchen, hat ich ja umgesetzt gehabt. Übertrieben habe ich. Naja gut, eigentlich hattet ihr gestern schon angefangen mit die Bäumchen. Aber ich wusste ja nicht, dass das so groß wird. Also. So, da bin ich auch wieder zurück. Ich habe jetzt erstmal alles im Schrank drin geschmissen. Ich bin da ein bisschen ungehalten. Wir sind nämlich jetzt eine ganze Weile unterwegs gewesen. Ihr seht das gerade in der Terraforming-Anzeige. Also, das sind jetzt 6. Das geht ein Stück höher, seht ihr. Aber wir brauchen 500 für die Zelle. Und das Komische ist, darf ich mal kurz umdrehen? Tada! Also eigentlich müsste es doch schneller gehen, oder? Oder wie jetzt? Also, ich habe 8 diese Pflanze eingestellt. Ne? Also 8 Stück. Die machen Biomasse 680 die Sekunde. Bin ich schon so hoch? Also ich kann doch jetzt in... Kommen Sie mal mit. Kann doch jetzt nicht noch mehr pflanzen. Oder ist das da, weil das zu dicht auf einen Fleck ist? Dass das mehr auseinander muss. Das kann doch nicht sein, oder? Dass das so wenig ist. Wir sind jetzt eins wie sie Kündchen hier unterwegs und hier ist alles vollgeknallt. Da hinten seht ihr, da ist alles zu, da ist alles zu. Das sind alle 8 da. Das geht doch nicht. Und das Schöne ist ja dennoch, kommen Sie mal mit. Diesen hier. Wo ist denn das da? Nee, ist da. Diesen hier. Wir haben gerade mal kurz vor 10. Und ich weiß nicht, wann die Insekten ankommen. Ich jetzt überlege, ich brauche 500, fast 6. Ja, nochmal nachschauen. 600 waren das, ne? Knappe 600. Da.
Genau. Knappe 600. Da sitze ich gar noch 20 Folgen dran, um das zusammen zu kreieren. Kann mir echt dran... kann echt bloß... Muss daran liegen, dass sie zu dicht sind oder so. Könnt ihr mal schreiben, wie es bei euch ist. Ob das auch so lange dauern tut oder ob das wirklich bei mir daran liegen tut, dass ich das zu dicht gebaut habe. Weil das ja nie normal ist. Dat. Ja gut, 8 Stück. Könnte vielleicht ein bisschen zu wenig sein, aber das ist ja hier alle zugeknallt. Jetzt sind schon eins wie Pflanzen, die hier stehen. Das kann ja nie sein, oder? Ich nehme mal ihn weg und baue den weiter hinten. Uff, das sieht ja so nicht. An irgendwas muss es ja liegen. Ich ziehe das mal ein Stück auseinander. Vielleicht habe ich wirklich ein bisschen zu dicht gebaut. Jetzt ist natürlich das Problem. Wo sind die denn jetzt alle? Da ist einer. Er kann ja mal weg. Ich bin jetzt die ganze Zeit so rum. Kann ja nie sein. Oh. Mit ihnen kann ich mal abbauen. Wenn ich ihn finde. Den ganzen hier Wirrwarr. Den an weißer Stange hier sehen. Da ist er doch. So. Hier. Achso. Muss ich den machen. Ich wollte gerade sagen, wie ist leer. Kann doch ja nie sein. Ah, ja, jetzt wird schon ein bisschen leerer. Das wird der sein, ne? Oder? Ne, das kann aber auch er sein. Hier. Ja, das sieht ihn und selber aus. Zieht das mal auseinander. Nehme mal kurz ein bisschen Sauerstoff in mich. Und dann stelle ich da hinten hin. Ich glaube, die sind zu dicht zusammengebaut. Oder das ist Kacke. Eins von Bienen, ich weiß es noch nicht ganz genau. Eins von Bienen stimmt hier nie. Ja, ich bin hier, das kann doch nie sein. Nie. Also, das reicht ja schon. Ich noch ein bisschen Wegzehrung. Wenn ich mir das da ankicke, wie da hinten wachsen tut, jene Pflanze. Ach, das macht Sinn, oder? Also, wenn ich da mal kurz hingucken, muss hier hoch weg, das stört mir auch. Aber welches Ding ist denn das schon wieder? Müsste der sein, ne? Ich glaube, das ist er. Also ich hab das Gefühl, bestimmte Sachen dürfte nie so dicht an der Base bauen. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Also, wie ich darauf komme. Ich hab's abgebaut. Aber es spielt kein Walzer. Das ist immer noch hier drinne. Hier sind so eine, das sind so mal groben Dinger. Muss noch ein bisschen Platz machen. Ich muss das alle ein bisschen verteilen, das geht so nicht. Das geht so nicht. Habe ich mir anders vorgestellt. Gut, das war bloß eh eine leere Kiste. Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, mir fällt jetzt halt um die Ohren. So, 1, 2. Was kostet eh so ein Ding? Eh bloß. Da. Da nehme ich jetzt nochmal auf. Bin jetzt die ganze Zeit rumgerannt wie so ein angestochene Tun. Ich kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht. Das muss doch anders. Ich hoffe, dass das was jetzt bringen tut. Also, das sieht ja ganz schön kahl aus jetzt immer. So. Und wo bist du denn jetzt? Du bist jetzt der eine, der hier stehen tut, oder was? Der das alt hier zuwuchsen lässt. Sendet für dich. Uiuiuiui. Die bewegen sich doch ja nicht. So, ab und zu habe ich noch das, das Gefühl, wenn ich näher komme, dass sie nochmal nachwachsen. Weiß ich nicht. Gut, dann geht mal da hinten hin und stellt mal da hinten hin. Das, wie gesagt, vielleicht ist es zu dicht gewesen. Ja, möglich.
Halt. Trinke er ein wenig Wasser. Weil sonst habe ich keine Lust mehr, noch andere Sachen hier aufzustellen. Wenn das so langsam geht, dann ist das nicht schön. Ich stelle gerne Sachen auf. Darf ich bloß mal da oben, ne? Bin hier wirklich 10 Minuten oder so rum. Ach, das reicht ja nicht mal. 10, 15 Minuten bin ich hier rumgeflogen. Und auf der Anzeige war ja fast ja nichts los. Und das kann ja wohl nie wahr sein. Das ist ja wohl eine Verschämtheit, ist das ja sondergleichens. Das ist ja. Pui. Ja, das ist ein Kristall. Na, hinten vielleicht noch eh so ein Ding hin und dann ist es gut. Warte mal, hier an den Riesenrad hatte ich ja Villa abgebaut, ja, ne? Vielleicht sollte ich mal Villa da hinstellen. Ich glaube, das könnte vielleicht eine Idee sein. Ne? Ein bisschen. Und eine können wir ja dann aufstellen. Ich glaube, das könnte ich tun. Jetzt sehe ich ein bisschen. Ich muss das ja nie sehen. Und wenn das denn funktioniert, kann ich das immer noch zu kleiner. Ein bisschen so auseinandergezogen. So, hier ist ja auch ein bisschen grün. Hier kann ja auch noch ein bisschen was hin. Peter, so. Der war okay, was war? Der ist so richtig schön versetzt. Oh, shit. Ich habe eben so ein Ding zu viel weggeschmissen. Das ist ja wieder mal geil. Ich dachte, das ist Ena. Zwei? Ja, nee, Ena. Gerade zwei in Kopie gehabt. Ja, das ist ja doof. Hier könntest du auch so was drin knallen. Ui, 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 aber ich werde hier sowas nicht finden, ne? Hier auch noch was. Ein, zwei Sachen. Zum Rauspulen. Ne? Ist alles? Scheint wohl alles gewesen zu sehen. Oder kann ich hier noch vielleicht die. Nee, das wäre zu. Rauchhaus. Oh, alter Sauerstoff. Aber ganz schnell. Ich hier irgendwas in der Nähe? Das Grüne da. Das ist ja nicht so weit weg. Ja, ich seh. Auch schnell was. Durch die Nase ziehen. Nehme ich mit. Sagt, Kobalt kann ich gebrauchen. Vielleicht ist ja Eisen drin. Uran brauche ich nicht. Dass ich das mal sagen werde. Schäme mich schon ein bisschen dafür. Da geht, hinter uns, da geht, da hinten hoch. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon da waren. Hm. Wahnsinn. Warte mal, ich stelle mal schnell hier hin. Hier noch Abstand. So. Und weg. Ne, Sauerstoff schnüffeln. Nehmen wir mal da hinten und kicken. Mal kicken, ob jener kickt. Ist ja doch schon wieder was aufgegangen. Was soll denn das? Überall geht hier was auf und ich finde nie raus, was das ist. Achso, muss ja da schon gewesen sein. Egal. So, noch weiter auseinander geht es nicht. Ist ja nun komplett auseinander. So, wenn ich jetzt Eisen finde. Aber eigentlich müsste hier Ente trennt sein, weil hier sind keine Materialien. Und man sagt ja mal, oder es wurde ja gesagt, keine Materialien außerhalb der Map. Oder denen, was beschaubar ist. Oder so. Aber trotzdem, das ist mir zu viel. Geheimnis hier. Das muss ja. Irgendwas muss ja hier sein. Naja, wenn nicht, dann bin ich schnell zu Hause. Das Zeug kriegt dann eh nicht wieder. Und was haben wir denn hier? Nischt. Ach, das ist doch. Ich hab jetzt gedacht, ich hab schon wieder was gefunden. Naja, gut. Kann den nicht immer sehen. Ich glaube, das ist noch nie fertig.
Ich mach mal wieder zurück, wa? Ja, ich mach zurück. Das ist noch nie fertig. Das ist einfach noch nicht fertig. Ich bin gespannt, wann das nächste Update kommt. So, da bin ich wieder. Ich bin zu Hause angekommen. Ich habe das jetzt ein bisschen gecuttet und ich muss gleich wieder was trinken. Das ist ja schon wieder okay. Wie ihr sagt, ich hoffe, dass sich da was verändern tut. Also ich bilde mir wirklich ein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen schneller gehen tut. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch ein paar Bäumchen pflanzen oder so. Ich weiß es nicht. Es geht schneller, glaube ich, aber nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Und insektenmäßig, naja, gut, ist auch ein Witz. Hm. Pass auf, Leute. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Bis morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde jetzt offline, bis ihr das laufen lassen. So dass wir die Fusionszelle endlich da oben drin packen können. Ich will wissen, was da los ist. Und außerdem, das gibt ja auch noch eine zweite, wo ich eine Zelle reinschmeißen kann. Ich glaube, das ist da hinten bei einem Ring gewesen, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwo war noch ein zweites Ding, wo man das reinschmeißen kann. Ich will wissen, was da passiert. Und dann, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe eigentlich gedacht, dass das jetzt so schnell gehen tut. Aber das ist ja... Ist ja Murks, ist das... Ja, wie gesagt, es kann sein, dass du eben halt die ganze Fläche hier bepflanzen musst. Also mit Abständen, das habe ich jetzt gemacht. Da ist was drin, da ist was drin, da ist was jetzt drin. Und da hinten ist jetzt auch was drin, da haben wir noch nichts. Vielleicht müssen wir da hinten noch raus, aber sonst. Gut, da hinten kann ich noch was in diese Ecke pflanzen, dass dieser Bereich noch vielleicht ein bisschen grün tut. Schauen wir mal, würde ich mal sagen. Aber ich werde jetzt erstmal offline so versuchen, das so auf knappe 500 zu kreieren. Alter, Fighter, das wird für mich lange dauern. Das wird heute ein langer Abend. Gut, war also. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ein bisschen war ja heute aber nicht viel. Aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht hexen, ne? Von nichts kommt nichts. Also, macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann ein bisschen raus und tschüss.